Servus und grüßt euch, da sind wir wieder beim Oktoberfestmanager. Selbstverständlich heute ja, auf Bayerisch, weil die haben mir da mal wieder die Ansage überlassen, ne? Mit dabei halt sind natürlich selbstverständlich wieder das Sachsen-Let's Play. Hallöchen. Der guten LP. Hallo. Und der McManius. Hallöchen, Popöchen. So, was mache ich jetzt hier? Wir könnten eigentlich das Feld weiter ansehen, aber können wir doch nicht, weil Renny muss jetzt endlich mal die Anhänger rausrücken, sonst wird das ja nichts mehr. Ah ja, gut, der Anhänger steht unten, deswegen, ich wollte ja gerade sagen, was kaufen wir. Das Problem ist, beim Häcksler, das ist alles schön gut, da haben wir einen Häcksler, da haben wir Mais, da können wir Mais häckseln. Haben aber keine Tiere. Also was bringst du uns? Na, BGA. Denke, also noch mehr will auf BGA gehen, oder? Willst du auf BGA gehen, gut? Ja, ist es egal, aber ich glaube, bei so viel Geld wäre das fast sinnvoll. Okay, also holen wir uns einen Häcksler. Warte mal, Erntemaschine. Du müsst auch mal überschlagen, was die Maissäemaschine kosten würde. Ja, wollen wir den Kleinen? Ja, 410.000 kostet der Dings plus Häcksel 45 sind 465. Plus 122, ja. Die Säemaschine für Mais? Die Säemaschine für Mais 91.000. Ja, die ganz große, ne? Wobei, wir brauchen dann natürlich auch irgendwo noch vernünftige Anhänger zum Abfahren, weil mit dem Brandner kann man das knicken. Also ganz groß steht, ganz groß ist eigentlich blöd. Die Maestro kostet 98.000, die andere kostet 61.000. Ja, aber die Maestro brauchen 180 PS Schlepper. Ja, aber du hast gerade gesagt, 98.000 kostet das Ding, da habe ich gesagt, das ist die große, die kleine. Das ist die große, aber groß ist ja relativ bei der Seemaschine. Ja, 9 Meter, das ist schon heavy. Für Mais. Ja, klar. Also wenn schon die Väter steht nochmal mit 122 Kreise leisten könnten, muss uns aber gut meinen, ja stimmt, Anhänger wären natürlich auch nicht verkehrt. Ja, die bräuchten wir auf jeden Fall, aber da müssen wir auch aufpassen, was wir kaufen. Hast du jetzt den Hexler schon gekauft? Nein. Okay. Ja. Noch habe ich nichts gekauft, ich warte jetzt halt, was ihr sagt. Das Problem ist ja, wir kaufen, das Problem ist aber auch, wir kaufen ja keinen Traktor, das heißt, mehr wie Acroliner wird da eh nichts mit Anhänger. Jo. Also mehr wie die HKD. Geht eh nicht. Richtig. Regen, lieber schon auf Traktor gehen oder halt jetzt gleich den Häcksler, das ihr jetzt halt wisst. Ich sag einfach mal ja. Hänger ja, stehen im Übrigen wieder oben. Schlepper oder eine riesige Maschine? Das ist doch nicht wurscht. Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Ist wieder jemand in der Nähe. Wollen wir lieber auf den TTV erstmal gehen? Aber TTV ist eigentlich der totale Nonsens, ne? Oh, der hat eigentlich ganz gut PS. Ja, aber guck mal, für 25.000 mehr kriegst du den T8. Ja, aber der T8 hat wiederum, kann zum Beispiel keine Drehschäbel anhängen. Das stimmt. Der hat ja kein Zugmaul mehr, das ist ja wieder. Das stimmt. Gutes Argument. Ja, wie hätten wir es jetzt? T9 kaufen, Fälle. Oh, der kann auch keinen, der hat auch keinen. Kein Ding so, tralala. Ihr macht doch mal weiter, ne? Jo, mei, komm, geht's viel. Aber haben wir jetzt einen Traktor unten, Kipper, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir waren noch nie so uneinig. Naja, weil es gerade. Ja, wir können auch erstmal einen Traktor kaufen und dann gucken, dass wir uns den Drescher zusammen, den Häcksler zusammensparen können. Was willst du da jetzt als Traktor, den T8, den Kipper, oder willst du jetzt dann den TTV mit dir jetzt? Am besten jeweils ein. Hä? Also, in Deutz, in New Holland und in Kipper. Achso, du gleich zwei Traktoren aufrüsten, ja. Ja, das stimmt eigentlich, da kann ich stehen. Und dann könnten wir noch die beiden Kipper verkaufen und dafür einen, was weiß ich. Aber dann fahr ich schon mal einen runter. Bringst du den Acroliner mit? Hm. Jetzt wüsste, wo der steht. Der steht beim Spawn. Ah ja, sehr. Also, falls der Ort von den Kanemetrescher vermisst, den Hobby. Das Problem ist, die sind voll, Julia, glaube ich. Ich hab 72%, das geht eigentlich. Ach so, oder dann? Ja. Aber wenn die hat gekauft, oder? Richtig. Ja. Ach, daher die Lex. Boah, ja. Hätt's wirklich gemacht. So, warte, ich komme jetzt mit dem Anhänger runter, also mit dem Drehschirm, ja, mit dem Akku-Dingsbums. Ja, mit dem Drehschirm. Wie viel Geld haben wir jetzt? 180.000 haben wir noch. Und du hast beide Traktoren gekauft? Ja. Ich noch eine Sämaschine holen, eine zweite.
Gibt's dann alle beide? Wir haben ja zwei. Wir haben zwei, ja. Haben wir nicht nur... Ach, haben wir die große zweimal? Ja, ja. Die haben wir uns zweimal noch gehört. Also die Direktsat haben wir jetzt auch zwei Akku-Vektor verkaufen. Ja, ja, der eine ist schon verkauft. Den andere einen fahr schön runter. Ah, okay. Mit den Drehschiffen-Gedöns da. Dann macht das Sinn. Also wir sollten 5 Traktoren behalten mit dem Frontlader zusammen, also 4 normale Traktoren. Das heißt, ja, wir haben dann immer noch ein Agro Dingsbums da. Star. Was ist bloß gerade? Ein Agro Star haben wir dann noch. Wir haben halt dann noch einen. Ja? Bin voll! Ja, willst warte, ich komme. Willst du den Bandit? Warte mal. Der hat 40k. Also, bei den Schleppern da irgendwas, kann man eigentlich, wo ich jetzt gleich zur Julia hochfahren S kann. Oder sowas nehmen. Den 900S oder was? THW. Weiß ich nicht. Guck, da steht alles. Ja, dann gibt es auch den Big Body, den könnte man ja zur Not auch nehmen. Der hat 46,9 bzw. 45. Lohnt sich da die Zwecke? Also die ich Zwecke? Bin für den Agroliner. THW 30. Den 30, ja. Na warte, ich will mit dem Ding gleich zu Julia fahren. Ja, mach ich ja. Ich hänge ja bloß an, damit den TTV brauchst du da nicht dran. Hä? Oder? Ah doch, versuch's mal, es geht. Meinst doch, nicht? Doch, der TTV ist dafür ja super. Denke ich auch. Kauf mal 1,5 Tonnen Gewicht, bitte. Weil davon haben wir keins. Oh, schöner Anhänger. 1,5 Tonnen. Gut aus, willst, ne? Willst du ein schweres dranhängen? 1,6 Tonnen haben wir nur. Ist ja, wie viel gehen in den Anhänger rein? 46, nee, 45.000. Ja, das ist schön, bitte, hä? Gut, dann drehen wir rum, ja, das Gewicht steht dort. Jetzt ist der Same bald wieder unsere kleinste Maschine. Ja. Der im letzten Aufnahme noch die größte war. Ja, die Neuanschaffung. Aber noch haben wir einen Akkus da. CFZ-Fahrer. So, also, einen großen an. Also, wir haben immer noch 171k. Entweder wir sparen und gucken. Ich würde was vorschlagen. Auf den dann schlagen wir wo. Wobei, beim Häcksler sollten wir ja fast auch noch einen zweiten Anhänger haben. Auf Feld. Feld, auch eine Idee. Feld ist auch eine Idee. Was würde, Drescheraufrüstung kosten? Also, den einen kleinen noch eine Nummer größer machen? Wir meinen, weil wir jetzt den dass wir zwei New Holland haben? Und vielleicht noch ein Feld dazu oder so? Männlich prüfen. Wir könnten auch beide verkaufen und einen Case holen. Der ist zusammen, also der ist genauso groß, nee, größer sogar als zwei kleine. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Sind wir bei, wir haben unsere Arbeitsbreite um 1 Meter gesteigert. Wenn wir Sampo und Case verkaufen. Sampo und New Holland. Ich komme ja geflogen. Es geht nicht schneller den Berg hoch. Ich bin immer noch voll. Die Ehen bringen uns. Ich komme. Ja, das dürfte ausgehen. Ich war die Mauer. Einer müsste noch das Feld düngen. Was so ein bisschen streifenförmig angesehen ist. Oh, nice Drift. Das ist moderne Feldkunst. Vielleicht gibt es dann irgendwie voll die geile Sorte, die am Ende rauskommt. Das kann sein, wenn es eine Kreuzung, ganz neues. Mhm. Eine ganz nein, neue was Frucht. Geht manipuliertes. Julia, drehst du rum und folgst mir? Ich bin voll! Ja, ja, ich weiß, aber die zwei Drescher werden jetzt gleich in Altkleidercontainer geschmissen und wir kriegen einen neuen. Okay. Einfach mir folgen, Tino kommt uns dann entgegen, da können wir unser Rohr dran halten. Okay. Ekelhaft. Ja, wow. Tut mir leid. Also ich hab dich, weiß Gleichberechtigung für alle. Wo du hingefahren bist. Ach, da hinten. Da hinten. Einfach da die Straße lang. Da ist er hingefahren. Dann gibt's nur noch einen. Was? Dann gibt's nur noch einen. Neue Ohren. Hier gibt's runter. Doch rein die. Dann gibt's nur noch wo einen. Du hin? Fragezeichen. Ich hab's immer noch leider Gottes nicht so ganz ob verstanden. Ob es dann da nur noch einen gibt. Genau. Drescher. Ja, da gibt's nur noch einen Drescher, ja. Was ist der leer? Der ist leer, der hat nur 6% drin, ja. Hä? Bleib stehen, Mäcki! Ja, Julia, hier ist voll. Ich weiß ja nicht, was du hier für eine Ringel-Rummel-Bammel-Fahrt machst. Ja, ich wüsste nicht, dass Julia gleich dahinter kommt. Nee, hab ja nicht gesagt, folg mir. Oh okay. Nein, Randy ist beim Holz. Das war's. Ja. Das war's. Wir müssen... Guck mal da gar nicht drauf.
Das Problem ist, Julia, fahr mal runter zum Hof. Jo. An die Silos. Das Problem ist, der Anhänger ist zu hoch, um Julia abzutanken. Das heißt, kann die nicht das Rohr reinkitschen. Da hätten wir dann schon mal so ein Case. Ja, das war ganz kurz so. Ganz kurz ist es reingeglitscht. Ja, jetzt war ich an den Bäumen. Wahnsinn, ey, wie die Bäume backen, das geht gar nicht. Ja, das ist zu das hart. Das ist krank. Ich find's super. Das Feld ist mir toll. Wo ist der kleine Anhänger? Ach, hier. Hier, ja, den stimmt. Kannst du entladen, Julia. Jojo. Moment. Kann ich den jetzt eigentlich noch hier anhängen? Du kannst. Ja, ja. Kannst, nee, da hinten geht's auch mal mehr. Der große. Gut. Den noch kurz entleeren. Oh, den T8 mag ich irgendwie. T8 ist nice auf jeden Fall. So, und jetzt quasi dann Julia hier gerade durch an den Silos vorbei und dann links rum. Mhm. Du fährst direkt zum Händler runter. Okidoki. Da, Norwing. 15. Oh, da sind Dreier geklaut. 4, 3, 2, 1. Leer. Dann einfach den Berg nur noch unten an der Hauptstraße links, nee, rechts und dann gleich wieder links. Okay. So, ja, ich mach Eskorte für dich. Jojo. Aber dann sollten wir definitiv auch noch Feld kaufen, ne? Wenn da Geld, dann die Kohle noch da bleibt, ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, unten an der Hauptstraße was? Also da jetzt links den Berg runter und dann unten rechts. Und dann gleich wieder links. Links. Okay, okay. Und wenn, dann wäre ich für Feld 23, dann haben wir nämlich das im Hof wieder. Ja, auf jeden Fall. An sich auch das Style. Soll ich mal anschubsen? Ja, uah! Guten! Das ist, das war scheiße. Das war nicht gut, na, gar nicht. War nicht guten? Nein, das war nicht guten. Ich mal aber was anderes, den kleinen Anhänger verkaufen, bringe ich jetzt auch runter zum Verkaufen. Ja, ja. Ja, na klar. Der ist ja sinnvoll. Oh, das Ding, das rollt einen Berg runter, eine 70, Alter. Eine 65. Ja, ja. PDV, ne? Ihr Guten! Wumm, ne, der so! Nutzt ihr fünfmal! Eie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 i! Warte, ich wollte dich in die richtige Ecke. Renn die, hör mal auf zu kaufen, die Lecks! Hier runter? 5. Wir müssen auf Kaufen verzichten ab jetzt. Bums. Guten Abend mit Rad! Weil ich die falsche Richtung gefahren bin. Aber was, du konntest den jetzt schon. Achso, nee, du hast den gelben. Nein, schon nein, Tino, weg, weg, ab, Anhänger abhängen und den Traktor wegfahren. Nicht, dass du jetzt den Traktor verkaufst. Ja, das zeigt er mir doch an auf dem Bild. Ja, war beim letzten Mal, ne? Ach, quark nicht. So, zack, verkaufen. Immerhin 4300. Wir haben keine Erlaubnis. Echt nicht, hat schon wieder umgestellt. Eure Fahrzeuge verkaufen an jetzt. Kindersicherung an. Boah, lass jetzt nochmal hin hier oder was? Naja, Kindersicherung halt. Nee. Und der hat keine Erlaubnis, Fahrzeuge zu verkaufen. Bist du zu doof, den Haken da rein zu machen? Und jetzt aber. Boah, das gibt's doch nicht. Was meinst du? Einmal in die gelbe Fläche rein. Da hier. Yeah. Da wo ich stehe. Warte, ich schmeiß dich ein. Wollen wir diskutieren, welche Schneidmarken wir holen? 10,5 Meter. Mal gucken, was an Kohle übrig bleibt. Zur Not könnte man sich wirklich das größte verkaufen. Verkaufst du mir jetzt Miet? Mhm. So, weg bist du. Ja, wir könnten uns das ganz große kaufen. Aber dann können wir kein Feld mehr holen, oder? Das weiß ich nicht. Warte mal, Schneidwerk, Moment. Wie viel Geld haben wir denn? 124,9. Also 50 kostet das Feld. Und 79 kostet... Ihr wollt jetzt 13,7 Meter Schneidwerk holen. Also für den nicht. Nee, also vor allem nicht für die Felder. 10,5 gehören da dran. Ja, 10,5 würde ich auch sagen. Den kostet 54.000, kriegt man noch problemlos ein größeres. Also das fällt 24 auf jeden Fall. Wir können auch 23 und, was ist das andere daneben, 28 kaufen. Weil die kosten zusammen 80.000. Das geht echt. Die zwei könnte man kaufen, die könnte man sogar... Nee, verbinden geht nicht, schade. Ja, verbinden geht nicht, aber vergrößern kann ich die. Mhm. Na dann, wie schnell fährt eigentlich der T8? Auch 60? 50. 50. Der mehr was für den Acker, der T8. Mhm.
Gucken, aber meiner ist dafür schwerer. Gucken, ob er besser im Berg hochkommt. Oh ja. Hui! Aber meiner ein bisschen mehr mit Drehmoment. Ja, naja, gut, er hat auch einiges an PS mehr, ne? Vielleicht mal 50, 60 PS. Oder so. Also meine 320. Ja. Wie viel Geld haben wir noch, wenn wir 80.000 für Felder ausgeben? Ne, jetzt haben wir noch rund 60k, weil wir brauchen ja auch noch den komischen Schneidwerkswagen hier, weil sonst kommen sie ja mit den 10 Metern nirgends mit durch. Na, das ist ja... Du kommst mit den 10 Metern nicht durch. Ja, ja, das ist ja sowas von logisch, wollte ich jetzt gerade sagen. Oh, die YouTube Reaver in 2014 gibt schon. Nachher gleich angucken. Das ist aber kein Schneidwerk, was automatisch hier ausklappt? Nee. Die Räder? Mit das X kleine, kannst du mal den Flug zurücksetzen? Mhm. Wir können aber erstmal die Folge beenden, weil, ne? Ist schon wieder soweit. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.